für den europäischen Rundfunkwettbewerb, ja, in Oslo. Ja, ja, aber ich will Siegermelodie. Aber, ja, ja, ich will aber nichts damit zu tun haben. Nee. Rundfunk? Nee. Fernsehen? Nee. Wäre besser, wenn man telefonieren würde. Also das heißt, das wäre der Individualkommunikationsverkehr. Ja, wenn man das kann, wenn man richtig telefonieren kann. Im Internet kann man auch darauf tippen und so weiter, dann kann man miteinander kommunizieren. Mhm. Ja. Kann man mit jemandem in Xinjiang, weil man Chinesisch kann, ja, könnte man korrespondieren. Ja. Es ist eigentlich so, dass jeder Mensch sein eigener Rundfunksender heutzutage ist. Mhm. Ja, nicht? Man braucht das eigentlich gar nicht mehr, den Rundfunk. Ja, man hat den Direktfunk. Im Auto ist es vielleicht manchmal nützlich, glaube ich. Zusätzlich zu dem Motorengeräusch. Wenn man sich langweilt, ja, nicht? Ja, das nicht. Aber wenn man noch ein zusätzliches Geräusch haben will. Aber wenn man keinen Führerschein hat, wie ich, dann kann man eben auch da nicht einhaken als Gebühreneinzugszentrale. Also man wäre im Grunde für das Auto, wärst du bereit, ja, die Gebühr zu bezahlen. Wenn ich einen Führerschein hätte. Ja, wenn du einen Führerschein hättest und ein Auto fahren würdest. Ja. Oder fährst du ohne Führerschein? Aber würde. Wo bleibt da die Menschenwürde? Da könnte ja nur jeder kommen und sagen, ich verweigere die Rundfunkgebühr. Es geht ja schließlich um eine Öffentlichkeit. Ja? Und die ist eine Dienstleistung. Eine saubere Öffentlichkeit, die nur mit öffentlich-rechtlicher Hilfe hergestellt werden kann. Ja? Ist etwas wert, so wie frische Luft. Ja? Und dafür wird man herangezogen zum Zahlen. Da erhebe ich Einspruch. Also die frische Luft ist wirklich für jeden da. Und das Radio und das Fernsehen ist nur für den da, der es auch in Anspruch nimmt. Bei Luft ist es klar, die kostet aber auch nichts. Und bei Radio und Fernsehen wird einfach mit kriminellen Methoden eine Erpressung praktisch, es ist nichts anderes wie Erpressung. Was hast du denn gegen dieses Rundfunkprogramm? Was stört dich an diesem Rundfunkprogramm? Also nimm mal erstmal das Hörfunk. Es gibt auch Hörspiele, die sehr schön sind, die sehr spannend sind. Und die man sozusagen, wenn man nicht Auto fahren kann und selbst wenn man schwerhörig ist, kann man sich doch von irgendjemandem erzählen lassen, den man über Hörgerät versteht. Mhm. Nacherzählen lassen zum Beispiel. Mich stört überhaupt am Rundfunk- und Fernsehprogramm, dass nur ein Klientel angesprochen wird. Und ich bin kein Klientel. Aber was ist das ein Klientel? Eine Quote, eine Zielgruppe? Oder was ist ein Klientel? Das weiß ich nicht genau. Nein. Aber es steht in den Schriftsätzen deiner Anwälte. Ja. Richtig. Und du weigerst dich auch, zu einer Quote zu gehören. Ich bin keine Quote. Ich bin ein Mensch. Und jeder Mensch ist anders als der andere. Jeder Mensch ist anders als der andere. Und deshalb diese Gleichschaltung der Menschen mittels Radio verabscheue ich. Aha, das heißt, das Programm, das wen es angeht, das sozusagen allgemeingültig sein soll, ja, nicht? Das geht daneben. Also wenn ich meine Kartoffeln essen will und zubereitet bekomme, sind die genau in meiner Zeit, ja, gekocht, genau. Ja, und sind genau für mich gemacht und sind noch mit Liebe mir zugereicht und zugeschmeckt. Das Radio ist ja nicht für mich gemacht. Nein. Und für alle. Es ist für alle gemacht, aber eigentlich auch für keinen. Denn die Macher, die sind ja nicht alle. Die meinen, sie stellen sich über alle. Sie geben sich Mühe, ja, also sozusagen für allen Macher, zu gefallen. Das ist das Mastermind. Wer vieles bringt, wird manchen etwas bringen. Ja, so ungefähr. Es ist einfach die Streuung, denken die. Die entmündigen ja praktisch ihr eigenes Klientel durch die Programmgestaltung sowieso. Jetzt nimm mal an, du würdest selber Rundfunk machen. Ja? Was würdest du denn machen? Dann sähe die Sache ganz anders aus. Ganz anders. Wie würde das anfangen morgens? Ich würde nur für mich Rundfunk machen. Und wie fing das an? Du würdest für dich dichten, sozusagen, so wie Beethoven das auch machte. Ja, er hat zunächst mal für sich, der hörte ja nichts. Mhm. Ja, aber er hat für sich musiziert, schon morgens um 6.15 Uhr. Also ja, mit den Vögeln aufstehend, ja, fing er an, Töne zu machen. Eigentlich was Wunderbares, ja. Bis ins hohe Alter. Genau.
Rundfunk wendet sich an die Allgemeinheit und erfüllt ein allgemeines Interesse. Und du weigerst dich, für die Allgemeinheit deinen Obolus zu entrichten. Ja, ist doch eigentlich egoistisch. Wenn jeder käme und jeder das sagen würde, hätten wir kein Gemeinwesen. Das ist nicht egoistisch, denn das Radio und das Fernsehen ist ja für den einen ist es eine Normalität und es ist so wie ein Lebensmittel und für andere ist es vielleicht Luxus. Und für mich ist es eben Luxus. Und was Luxus ist, ist nicht für die Allgemeinheit. Aha. Und da bin ich entschieden gegen, da, wenn ich das nicht haben will, dann muss ich das auch nicht bezahlen. Nein. Also Luxus lasse ich mir nicht aufzwingen. Ja. Ja? Wenn man so sagt, es ist ein Lebensmittel des Geistes, es ist der Durchfluss, es ist sozusagen, was ist denn, wenn am der 11.9. passiert, ja, wie verhältst du dich? Du musst es ja irgendwie in Erfahrung bringen. Da würde ich zum Beispiel den Fernseher anstellen. Das wäre ein Moment, ja, des öffentlichen Interesses. Da will ich wissen, was ist los. Ist Gefahr im Schwange? Ich war, als diese Sache passierte, gar nicht zu Hause. Und ich konnte auch kein Radio hören. Ich habe da trotzdem so etwas mitbekommen und das hat mir gereicht. Also dadurch, dass die Menschen nervös auf der Straße sind, dass das hat mir jemand erzählt. Ja. Hat mir das erzählt, ja. Mhm. Aber natürlich hat der das im Fernsehen gesehen. Ja. Wenn es jetzt gar kein Fernsehen gäbe und kein Radio, dann wäre das vielleicht auch gar nicht passiert. Wie war es bei der Wiedervereinigung? Weil das ist auch ganz klar, dass solche Sachen auch passieren, weil viele Leute sehen, ne, die Sachen. Ich meine, das ist ja völlig witzlos. Stell dir mal vor, es gäbe kein Fernsehen und kein Radio und keine Zeitung, gar nichts. Und dann passiert sowas. Für wen denn? Wer soll sich dann erschrecken so schnell in dem zeitlichen Ablauf, der dafür nötig ist für solche Sachen? Aber nehmen wir mal eine günstige Botschaft. 4. November 1989. Wiedervereinigung. Ja, die Mauer ist weg. Ja, genau. Die Mauer, das ist doch ein Fernsehereignis gewesen und auch ein Hörereignis. Ja? Also ich hätte es viel schöner gefunden, wenn ich davon überhaupt nichts gewusst hätte. Mhm. Wenn ich dann mal überrascht hingefahren und auf einmal ist die Mauer weg. Das ist doch eine Bombe. Eine Überraschung. Ja, das wäre ja was. Wie wenn Weihnachten und Ostern zusammenfällt. Ja, auch. Ja, stell dir mal vor. Und du sagst also dafür, dass sozusagen diese ganzen Überraschungen wegfallen und die Wirklichkeit sozusagen einem dauernd erklärt wird. Ja, dafür oder stell dir mal vor, nicht. Mit dem Berlusconi, wo der eine dem da ins Maul gehauen hat mit der Nachbildung des Florenzer Doms. Oder Mailänder Doms. Mailänder Doms. Ja, aus Gusseisen, ja. Genau. Stell dir mal vor, das hätte keiner gewusst und der wäre dann zum Zahnarzt gegangen und so. Und der Zahnarzt hätte das dann erfahren als Einziger. Das ist natürlich dann, für den Zahnarzt wäre das ja ganz eine tolle Geschichte gewesen. Ne? Ja, ich bin Ministerpräsident von Italien. Ja, den kenne ich anders, der hat ein wunderbares Gebiss. Und so lernen wir Massen, wir sind die Massen, wir lernen ja alles sofort kennen und